Willkommen zu einer hoffentlich schnellen Bögen von Enoch-Runde mit dem Shotgun-Experten. Diesen Typen hier. Wie auch immer der geheißen hat. My teeth are chattering from the vibration. Strange structure. Some kind of switch over there. Will ich das haben? Oder ist das just me? Wenn ich gerade vom Mass Effect reden wollte. Ich wollte ihn Ryder nennen. Aber das war eine Beleidigung natürlich. Das hat der Charakter nicht verdient. Der Hauptcharakter, der. Ryder ist nicht so der coole Sau von Mass Effect Andromeda da. Ja, die Shotgun wurde aufgegradet auf Stufe 48. Das heißt, Max Level, was ich zurzeit spielen kann. Ich sehe es auch, sie macht schon Scheiß Schaden. Ich will mal gleich mal den zum großen Hallo sagen. Ah, zwei Schuss haben wir noch. Und beide schon versemmelt. Oh, da ist ein Gedränge. Das heißt, dass man gut Granatenschaden vielleicht rausholen kann. Ja. Ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr Granatenschaden noch drinnen ist. Er steigt doch gut in die Granaten rein, also. Zurück zur Kugel, großer. Nein. Granatenschaden. Fettschaden. Ich auch Fettschaden bekommen. Danke für die Muni. Obwohl die andere wieder direkt um die Ecke ist. Ein paar Typen, die wieder nur rumstehen. Die haben wir am liebsten. Ich schaffe es in jeder Runde fast jetzt Gegner zu freezen anscheinend. Die glitschen und buggen. Boom. Ah, nächste Runde. Machen wir eine fette Granatenparty hier. Für alle Kleinen, die da reinhocken in meinen Dom. Wird eine Granatenauslöschung im vollen Gange sein. So wie eine Gedankenauslöschung bei diesem Spiel. Wo reden und denken und spielen gleichzeitig zwischendurch ganz schön schwierig ist. Überhaupt denken ist schwierig, allgemein. Okay. Kommt noch was? Nee. Weiter rennt. Du bist ein gut Guide. Du bist ein braves. Geht auf Deutsch. Tür? Nein. Oh. Ja. Das dauert wieder 30 Minuten, dort im Kreis zu rennen. Wenn ich die Golddrachenwaffe auf dem Rücken habe. Ja, wir brauchen Kakazin da. Wir wissen, was das ist. Danke. Ja. Wow. Muss es nicht übertreiben, gleich mal. Under the Dome. Kann man besser dodgen. Den Granatenschaden haben wir schon mal. Weiter dodgen. Ey, beruhig dich, Mann. Im Spiel. Puh. Ja, mach weiter. Ah. Obelisken. Die dauern einfach zu lange.
Ja, dann was trinken dafür. Das ist ein Vorteil. Also, die Shotgun am Rücken ist die starke Shotgun. Das ist die goldene Shotgun, aber die ist viel schwächer. Ich weiß nicht, warum die automatische Shotgun, die violette, so stark ist, aber mit der spiele ich schon ewig. Die haut richtig rein. Ich meine, ich habe eine Goldfähigkeit draufgegeben. Das hat natürlich einen großen Unterschied gemacht. Komm, Granatenschaden. Da machen wir kleiner weg. Dann kommen die Granaten. Ich glaube, ich habe noch immer ein bisschen zu wenig Abklingzeit. Ja, nichts verstecken da hinten. Nicht genau gesehen. Granaten. Blub, blub. Wo war ich? Ja. Nein. Naja. So gut schaut sie auch nicht aus dann. Dann habe ich dieses Ding hier, was wie ein Sturmgewehr ausschaut. Überhaupt ist Poncho und Rock Dark bei mir. Die Hose wird auf jeden Fall ausgewechselt, die Schuhe auch. Was kommt hier? Nix da. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das waren viel zu viel kleine. Aber es war notwendig. Wo bin ich hier im Sumpf hinten drin? Wo ist Granatenschaden? Den großen gleich mal anhauen. Wow. Ich nenne, ja. Hat nichts gemacht. Für extra Schaden, habe ich gehört. Bin ich in der Spezialzone von ihm? Ja, das war eine Verschwendung an. An Punkten, die ich ausgegeben habe. Und Fettschaden. Wow. Diesmal nicht. Das Schiere ist, es wird dann noch eine Runde kommen. Auch nicht getroffen. Die Shotgun kommt mir noch immer ein bisschen schwach vor, obwohl sie abgegradet wurde diesmal. Naja, die großen sind einfach die Tanks. Habe ich wieder was geklitscht dort hinten? Schaut so aus. Sagen wir hallo. Ja, habe ich. Aber dafür einen großen nochmal. Ja, die Kugel. Komplett für Dreck. Und wieder Kreis rennen. Oder meine Kleidungs. Nein, keine Zeit. Da wäre eine Kugel sinnvoll gewesen. Da wäre eine Kugel vielleicht auch sinnvoll gewesen. Kugel? Kugel. Sehr schön. Ich meine, es macht Sinn von den Aufsätzen her. Der erste Schuss macht doppelt Schaden oder mehr Schaden. Und wenn ich ihn dann kill mit dem ersten Schuss, sollte mir mal gleich eine Kugel kommen. Und wenn ich die dann anschieße, mache ich nochmal extra Schaden. Das war die Logik dahinter. Das heißt, wenn ich da jetzt den kill. Kugel. Ja, genau so. Machen wir den kleinen weg. Dann war gar kein kleiner, aber. Ja, sehr gefährlich. Deswegen mache ich die meistens auch ziemlich schnell weg. So, das war's jetzt aber. Jetzt reicht's auch mit dieser Wellenrunde. Und weiter. Das ist Storm Brewing.
Ja, es schaut schon ein bisschen stürmerisch aus. Ist Dina stürmerisch? Ich hab's sagen müssen. Tut mir leid. Oh. That well. Is it triggering the storm? Ich hab Doppelmoni geholt. Oh. Ja. Dort bin ich letztens verreckt. Ich erinnere mich. Oh, ja. Ich erinnere mich. Ich werde versuchen, gleich einen von denen down zu machen. Und sie in die Granaten reinlocken. Okay, sehr schön. Genau deswegen. Auf einen fokussieren. Haben wir schon was Fliegendes bekommen? Ich weiß, dass was Fliegendes kommt hier. Okay, der vordere, der wird fokussiert. Also wie die Kleinen gerade rennen, ist das sehr hilfreich. Oh, das könnte ein guter Lauf werden. Und verschrien. Da sind die Fliegenden. Wir müssen jetzt einmal zuerst fokussiert werden. Ist der Angehittete? Nein, ist er nicht. Hallo Bot. Da ist noch ein Fliegender. Wo ist er? Oh je, oh je. Ganz schlechtes Timing. Ganz schlechtes Timing, ganz schlechtes Timing, ganz schlechtes Timing. Ganz schlechtes Timing. Oh, Mist. Genau so bin ich letztens verreckt. Oder so. Oh. Boah, kill noch was. Oje, 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 es geht wieder los. Oh, jetzt, oh, piesel dich doch mal. Oh, komm. Oh, habe ich ihn erwischt. Ich andere Waffe schon, Muni? Nee. Gute Rolle. So, wo ist die Muni? Wo es weitergeht. Da ist sie, da ist sie. Kommt wieder was Fliegendes? So ein großer. Und es ist Zeit, dass ich den wegmache. Ah, ja. Ich weiß, dass es nicht leichter wird jetzt. Aber versuchen wir mal, den anzufokussieren. Wie viel Money haben wir noch ein bisschen? Und Muni holen. Oh, wow. Wir haben schon die Spawns. Ich habe gleich geschaut, jetzt ob was Fliegendes kommt. Egal, Granaten nochmal. Ich glaube, ich habe nichts Fliegendes gesehen. Attacke.
Wichtig, trotzdem. Eieiei. Raus aus der Zone da. Den einen haben wir schon fast da und das wäre schon mal ein Riesenvorteil. Den Schwächeren haben wir erwischt, das ist gut. Komm. Yep, 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 yep. Nice. Okay, komm, Fliegender. Deine kommen. Einen haben wir dann. So schön. Genau so bin ich letztens verreckt da. Zwei große und die kleinen da. Hallo Bot. Ich hol dich gleich. Keine Sorge, Baby. Okay, okay. Gleich nehmen wir Muni. Nee. Was haben wir da an Muni? Geh mal lieber Muni suchen und was trinken. Ah, da ist sie. Nice try. Ob diesmal hat er mich erwischt. Ich sehe nur Gras. Komm schon, Kleiner. Ich glaube, wir kriegen noch eine Backrunde. Irgendwas kommt. Ja, was sage ich? Komm schon. Was sind die fliegenden Dinger? Da ist die nächste. Gleich Spezialschaden drauf. Wow. Wow, 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 wow. Nein. Sehr schön. Ich hoffe, das war's mit dem dann. Ich hab das nicht mal der Endboss noch. Das können wir es, ja. Okay, lieber Muni suchen. So, jetzt Muni-Runde und Trinkrunde. Wo ist die Munition? Ein bisschen was habe ich bekommen. Guter Popshot. Oh! Super geschafft. There's a well here, spewing anomaly energy. It's creating the storm. That's what's causing the vibration. Oh. I know I haven't completely lost my mind. Now get out of there. Lost my mind. The Donna. Oh. No one's gonna come and save my soul. World loot. Huh. Wo war die Goldwaffe? Ich hab's genau gesehen. Ich hab irgendwas ausgerüstet. Da war was. Da war was. Schauen wir uns gleich an. Was wir da bekommen haben. Oh, was ist es? Pumpgun. Die nächste Shotgun. Oh, warte. Ja, die nächste Shotgun. Okay. Schaut besser aus. Kann ich die vernichten? Passt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.